29 zu 24 gewinnt der HC Erlangen hier in einem absoluten Kampf- und Arbeitsspiel gegen den TuS aus Essen. Bei mir steht jetzt Lukas, Sebastian, ich bin total... Sebastian Vornhaber, der Richtige ist da, oder? Der Ältere. Der Ältere. Das Duell Flamme gegen Sparflamme. Flamme hat sich durchgesetzt. Ja, natürlich ist das erstmal schön, dass ich das Familienduell gewonnen habe, klar. Aber ich freue mich auch erstmal auf sich, dass wir den Arbeitssieg, wie du es so schön gesagt hast, durchgezogen haben. Wurde das intern irgendwas ausgeschrieben von der Mutter zu Hause? Gab es irgendwas für den Gewinner? Ah, wir sind ja noch ein bisschen frisch in den Ohren. Das ist jetzt das zweite Spiel erst, wo wir so auf dem Niveau aufeinandertreffen. Ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl so. Aber nee, noch nichts ausgeschrieben. Wie ist das, wenn man sieht, genau, scheiße, jetzt steht er genau auf meiner Position. Und der Abwehrspieler, der muss ja manchmal auch so ein bisschen wehtun. Ja, also ehrlich gesagt, habe ich da nicht irgendwie Hemmungen. Ich versuche immer, die Leute fair, aber hart zu verteidigen. Und ja, da ist es egal, ob da jetzt mein Bruder vor mir steht oder irgendwer anders. Tom Hankel hat gesagt, nach dem Spiel darf man dann vielleicht gemeinsam eine Apfelsaftschorle trinken. Oder dürft ihr Bier trinken heute? Ich glaube, wir dürfen Bier trinken, wobei man sagen muss, wir haben ja in drei Tagen schon wieder Spiel. Also wird es vielleicht auch nur ein Radler sein. Alles klar, Flamme, herzlichen Dank, Glückwunsch und feiert schön. Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Danke. Dankeschön, dir. Danke, ciao. Er hat für den Schockmoment heute in dem Spiel gesorgt, ja, ungefähr Mitte der 20., ich glaube 23. Minute war es, da hat der ganze HC Erlangen, alles was zu Hause vor den Fernsehsesseln saß, den Atem angehalten und hat gesehen, wie Steffen Feld mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Knie gegangen ist. Steffen, was war los? Ja, mein Gegenspieler ist mir irgendwie blöd auf den Fuß oder auf den Knöchel getreten und dann bin ich einmal weggeknickt und wieder zurück und dann hat das natürlich erstmal sehr weh getan, aber das ging dann zum Glück wieder. Wir haben auf einmal gesehen, nach der Halbzeitpause, oh Gott, kommt der Mann überhaupt wieder rein? Und dann haben wir gesehen, der kam eigentlich rein und hat sogar ein bisschen gelächelt dabei und dann eine sensationelle zweite Halbzeit abgeliefert. Hast du in dem Moment gedacht, dass das heute für dich noch weitergeht? Ja, das schon, weil ich wusste eigentlich relativ schnell, da ist jetzt nichts kaputt oder irgendwas und von dem her ging das ganz schnell, dass ich das wusste. Alles klar, sensationelles Spiel gemacht. Gekämpft war es jetzt dieses Kampfspiel, von dem alle gesprochen hatten vorher? Ja, auf jeden Fall. Also wer die Ergebnisse von Essen in letzter Zeit betrachtet hat, der weiß, dass das eine Mannschaft ist, die nicht aufgibt, die über den Kampf kommt. Und den Kampf muss man dann einfach annehmen. Und ich denke, das haben wir, auch wenn es mal eng wurde zwischendurch, dann doch ganz gut geschafft. Die Entscheidungen hast dann du mit auf der Platte gegeben mit deinen 4 Treffern. Gutes Spiel gemacht. Herzlichen Glückwunsch, gute Besserung und schauen wir mal, dass der Knöchel in der schmalen Form behalten bleibt. Das wird. Alles klar, danke dir. Gerne. Ciao.